Aus Scheiße Profit machen. Das geht und sogar relativ simpel. Ich habe im Internet gestöbert und bin auf ein Produkt gestoßen, das mich wirklich fassungslos gemacht hat. Geringste Anschaffungskosten, teuer verkauft und die Betreiber verdienen sich eine goldene Nase daran. Und ich sitze da und denke mir, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Mit einem kleinen bisschen Menschenverstand müsstet ihr, die Konsumenten, wissen, dass das ein absoluter Scheiß ist. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin die Vanessa Blank von Buschkraft und Abenteuer. Um was es sich handelt, seht ihr hier. Klopapier. Klopapier war schon zu Corona-Zeiten das neue Gold, begehrter denn je. Und heute geht es auch um Klopapier, aber nicht in der Reinform, wie ihr es jetzt seht, sondern bearbeitet. Ein kurzer Vergleich. Toilettenpapier kostet aktuell beim DM, das Premium-Toilettenpapier, fünflagig, 8 Stück, 5,75 Euro. Und das ist jetzt schon eine teure Variante. Jetzt gibt es das Ganze aber nochmal in veredelter Form, die ihr in so manchen Krisenvorsorgen oder Gartenshop kaufen könnt. Und dann kosten 15 Stück Toilettenpapier 60 Euro oder hier ein weiteres Beispiel, 3 Stück 10 Euro. Woher kommt diese Preisexplosion? Das Geheimnis an den gerade gezeigten so teuren Klopapierrollen liegt hier dran. Sie sind gewachst. Und das macht aus einem Stück, das man zum Abwischen des Hintern benutzt, eine langbrennende Gartenfackel, Notfallfackel oder ein Notfallkochfeuer. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist quasi die Originalvariante. Und das hier ist das gewachste Toilettenpapier. Und nein, ich habe mir das nicht völlig überteuert gekauft. Ich habe es selbst gemacht, denn das geht ganz, ganz einfach und zu einem weitaus niedrigeren Preis, als er euch im Internet angeboten wird. DND an sich, einer Gartenfackel oder einem Kochfeuer aus gewachstem Toilettenpapier, ist wirklich nicht schlecht. Denn diese Klopapierrolle würde jetzt 90 Minuten brennen, also so um die 90 Minuten. Und es ist gewachst und vielleicht weiß der ein oder andere von euch, wie schwer ein Wachsbrand zu löschen ist. Also Wasser kann einem Wachsbrand gar nichts anhaben, ganz im Gegenteil. Und somit wäre diese Fackel auch wirklich regensicher, wenn ihr bei schlechten Wetterbedingungen draußen unterwegs seid. Um das gewachste Toilettenpapier selbst herzustellen, brauchst du nicht viel. Es wird benötigt ein Gaskocher oder eine Outdoor-Feuerstelle, natürlich Toilettenpapier, altes Kerzenwachs und ein ausrangierter Topf. Warum ein Gaskocher oder eine Feuerstelle draußen, ist ganz simpel. Es ist verlockend, das Ganze natürlich einfach auf den Herd in der Küche zu stellen. Das solltet ihr aber nicht machen, denn es ist brandgefährlich. Wenn ihr das Wachs schmelzt, kann es innerhalb von Sekunden zu einer Stichflamme kommen, weil sich das Wachs ab einer gewissen Temperatur selbst entzündet. Drum ganz, ganz wichtig, draußen erhitzen, im Freien, nichts Brennbares um euch herum. Und natürlich Vorsicht ist geboten und das Kerzenwachs nur ganz, ganz langsam erwärmen. Nicht gleich volle Pulle alles aufdrehen. Okay, leg mal los. So, das Wachs ist jetzt flüssig und jetzt wird die Klopapierrolle von allen Seiten schön eingetunkt und abgetropft. Dann heißt es nur noch warten, bis sie getrocknet ist.
Die Rolle ist jetzt schön vollgesogen. Jetzt muss ich sie gut austropfen lassen und dann lege ich sie auf einen Karton zum Trocknen. Die gewachste Toilettenpapierrolle ist jetzt getrocknet. Sie ist jetzt richtig fest, man kann es ja kaum noch zusammendrücken. Und damit das Ganze gut anbrennt, habe ich mir hier in die Mitte einen Anzünder reingesteckt. Man könnte natürlich auch jetzt anfangen, hier das Ende einfach aufzudröseln und das anzuzünden. Aber dann würde es zum einen nicht gleichmäßig abbrennen und diese ganze Klopapierrolle würde auseinanderfallen. Wenn man es aber stattdessen in der Mitte anzündet, dann brennt es schön gleichmäßig von oben nach unten durch. Dann zünden wir das Ganze mal an. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass sich das Wachs durch die Hitze jetzt wieder verflüssigt. Das heißt, macht das an einem Ort, der schmutzig werden darf und wo das Wachs runtertropfen kann. Das ist nur für den Außenbereich gedacht. Und wenn ihr das Ganze als Fackel konstruiert, dann braucht ihr einen Schutz für eure Hände, weil das Wachs sonst auf eure Hände runterlaufen würde. Wenn ihr das zum Beispiel an so einem Stock befestigt, dann läuft das heiße Wachs auf eure Hände runter oder tropft runter und das gibt wirklich schwerste Verbrennungen. Also macht euch da am besten so einen kreisförmigen Tropfschutz an euren Haltegriff dran. Um 13.28 Uhr habe ich die gewachste Klopapierrolle angezündet und langsam breitet sich das Feuer auf die gesamte Oberfläche aus. Ich habe zwar ein bisschen geärgert, weil das ist so ein kleines Ästelchen vom Anzünder hier auf diese Seite gefallen. Und die hat jetzt, ihr seht schon, viel eher zu brennen angefangen und ist schon viel tiefer. Aber langsam breitet sich's aus, dass auch auf diese Seite hier rüber kommt das Feuer. In der Krise kann ich dieses Notfallfeuer natürlich zum Wärmen benutzen, zum Kochen, aber auch als Signalgebung. Das Wachs hat einen ziemlich dichten Rauch, der hier aufsteigt. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera sichtbar ist, aber der ist sehr schwarz-grau, viel, viel intensiver als ein Holzfeuer. Und das sieht man zum Teil, je nach Platz natürlich, sehr, sehr weit. Und zum Kochen kann man jetzt nicht einfach seinen Topf oder seine Pfanne hier oben drauf stellen, denn damit würde man das Feuer komplett ersticken. Ich habe hier so ein nettes Tool, das nennt sich Pfannenknecht. Das ist ein Metallgestänge, das du aufklappen kannst. So, und dann hast du diese Form, den Pfannenknecht, das stellst du dir einfach hier drüber. Und jetzt hast du hier unten dein Feuer und kannst hier oben deinen Topf oder Pfanne draufstellen, ohne das Feuer zu ersticken. Aber ganz, ganz wichtig, wenn ihr damit kochen wollt im Notfall. Wie vorhin schon gesagt, hier steigen richtig schwarze Dämpfe auf, schwarzer Rauch. Und dieser Rauch ist absolut giftig. Den dürft ihr nicht in eurem Essen haben oder in eurem abgekochten Wasser. Drum, wenn ihr das benutzt, unbedingt einen gut abschließenden Deckel drauf tun, um eben diese Giftstoffe aus euren Nahrungsmitteln fernzuhalten. Natürlich ist dieses Notfeuer nur für draußen gedacht, also bitte wirklich nochmal verwendet es nicht drinnen. Ihr könnt es auch nicht in den Ofen geben, um eure Räume zu heizen, weil das Wachs einfach den Kamin und den Ofen total versotten würde. Das heißt, es würde überall Ablagerungen geben am Schornstein und am Ofen selbst. Und das kann zum ganz, ganz gefährlichen Kaminbrand führen, was echt nicht lustig ist. Das Notfeuer brennt jetzt ganze 13 Minuten und ihr seht, das Feuer hat sich jetzt schon hier bis nach unten durchgefressen. Das heißt aber nicht, dass sämtliches brennbares Material jetzt schon weg ist, dass das schon in Flammen steht, weil diese Klopapierrolle ja aus vielen verschiedenen Lagen besteht und die haben sich richtig vollgesogen mit dem Wachs. Es ist jetzt nur die äußere Schicht, die in Flammen steht, aber es wird jetzt noch eine ganze Zeit dauern, bis einfach alles komplett verbrannt ist, weil es eben so dicht aufeinander liegt und alles vollgetränkt ist mit Wachs. Also angeblich soll es 90 Minuten lang brennen. Ich bin gespannt, ob wir diese 90 Minuten wirklich schaffen. Ich bezweifle es eher, dass es so lange brennt, aber wir werden sehen.
der Fleck um die Toilettenpapierrolle rum, der ausschaut wie Wasser. Das ist jetzt eben auslaufendes Wachs. Und es könnte durchaus noch mehr werden und noch flüssiger sein. Und aus diesem Grund muss man eben darauf achten, dass man einen Untergrund hat, der dreckig werden darf. Eine gute Stunde ist jetzt vorbei und 2/3 des Brennmaterials sind jetzt verbrannt. Also es ist relativ kompakt beieinander, es ist wenig Sauerei, also wenig Asche. Natürlich hat man hier das auslaufende Wachs, aber das hält sich auch in Grenzen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie lange es noch läuft. Also bis jetzt hält es sich wacker. Was ich auch ganz interessant finde, ist der Rauchkern, der in der Mitte der Klorolle drin ist, also in dieser Pappe. Das ist wie so Trockeneis, das wabbert da immer so hin und her, aber zieht nicht wirklich ab. Ich glaube, jetzt ist das Feuer langsam in den letzten Zügen. Ein paar Minuten noch, dann ist die Fackel aus und wir sind jetzt schon bei über 90 Minuten. In dem Moment ist die letzte Flamme erloschen. Also ich bin echt überzeugt von dem Gegenstand an sich, von der Erfindung, das beides zu mischen. Aber mit dem Preis, der online zu sehen ist, kann ich mich eben absolut nicht anfreunden. Mich überzeugt die Brenndauer der gewachsten Toilettenpapierrolle wirklich sehr, auch dass es so wenig Sauerei ist. Bis auf diesen Wachsfleck am Boden ist es kaum Sauerei. Jetzt zum Schluss fällt das Konstrukt natürlich in sich zusammen, aber während des Brennvorgangs war es wirklich, ja, es hat sich in Grenzen gehalten. Ich habe mit mehr Sauerei, mit mehr herumfliegenden Ascheteilen gerechnet, aber ich bin positiv überrascht. Wie zu Anfang des Videos schon gesagt, bin ich mit den Preisen im Internet überhaupt nicht einverstanden, denn es steht einfach in keiner Relation mehr. Es ist sehr, sehr einfach, selbst nachzumachen. Und wer sich solche Fackeln oder diese Notfeuer zulegen möchte, der weiß jetzt, wie es geht, macht es selber. Ihr könnt im Grunde nichts verkehrt machen, außer wie immer vorsichtiger Umgang mit dem Feuer und bitte beachtet auch die Sicherheitsaspekte, die ich euch vorher im Video genannt habe. An dieser Stelle bin ich raus. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann klick doch auf die Glocke. So verpasst du kein Video mehr. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao!